Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das nächste Fragen- und Antwort-Video wartet auf euch. Freue mich natürlich, wenn ihr mir mehr Fragen zukommen lasst. Schreibt ihr einfach unten in den Kommentar. Natürlich freue ich mich über eure Daumen nach oben und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ja, heute hat Angela Rückert eine Frage an mich. Kann ich beim Intervallfasten vormittags Ingwerwasser mit Zitronensaft trinken? Nein, besser nicht. Wir wissen noch nicht genau, wie viel Energie in der Nahrung, also Kilojoule oder Kilokalorien, benötigt werden, um den Fastenprozess wirklich zu unterbrechen. Und deswegen, um sicher zu sein, auf jeden Fall kein Zitronensaft ins Wasser tun, weil Zitrone hat richtig viel Zuckergehalt. Das wissen die wenigsten, aber es ist so. Und deswegen auf keinen Fall Zitrone rein. Was ihr machen könnt, ihr könnt vielleicht 2-3 Tropfen Ingwer pressen, dass ihr den Saft von einem Stück Ingwer einfach in das Wasser tut. Und was euch das Wasser dann auch nach Zitronenwasser schmecken lässt, ohne dass ihr Zitronensaft hineintut, ist einfach, wenn ihr die Schale schält, also ein Stück Schale oder von einer halben Zitrone und dies dann in das Wasser tut, das nimmt sofort den Geschmack von Zitrone an und ist sogar noch intensiver als das Zitronenwasser selbst. Und wer das trinkt, weil er abnehmen will, der kann es zum einen später tun, aber Intervallfasten, das ist sowieso die beste Möglichkeit, um sein Idealgewicht zu bekommen und das dann auch behalten zu können. So, und weiter geht's noch mit einer Frage zum Intervallfasten. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie die erste Frage, aber trotz allem eine andere. Deswegen lese ich sie auch vor. Und zwar ist die von Susi2 und sie schreibt: Liebe Frau Bracht, darf ich denn beim Intervallfasten schwarzen Kaffee zu mir nehmen oder zählt dieser denn auch zu den Nahrungsmitteln? Ja, ganz klar, den darfst du trinken, weil er hat überhaupt keine Energie, also keine Kalorien und deswegen darfst du den trinken. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen was zum Kaffee loswerden. Kaffee ist für mich definitiv ein Genussgift. Er macht abhängig. Das sieht man daran, dass es Menschen gibt, die, wenn sie sich von Kaffee befreien wollen oder wie auch immer, wenn sie den Kaffee mal absetzen wollen für eine Weile, dass sie durchaus auch Kopfschmerzen dann bekommen, also richtige Entzugserscheinungen bis hin auch zu Migräneattacken im Übrigen. Also von daher ist so dieser schwarze Kaffee mit richtig viel Koffein, also wirklich mit Vorsicht und Bedacht zu genießen. Wenn, dann macht euch doch einen Kaffee, der etwas dünner ist oder nur einen kleinen und den bitte auch nur morgens. Oder aber es gibt auch noch die Alternative, entkoffeinierten Kaffee zu trinken, aber da unbedingt darauf achten, dass er biologisch kontrolliert ist, weil die meisten entkoffeinierten Kaffeesorten sind mit chemischen Mitteln entkoffeiniert. Das trifft aber bei den biologisch kontrollierten Kaffeesorten, die entkoffeiniert sind, nicht zu. Die werden mit einem Wasserdampfverfahren entkoffeiniert und durch dieses Verfahren, und das ist ganz spannend, kommen die Aromen noch mal mehr zur Geltung. Also dieser Kaffee schmeckt auch hervorragend. Und wenn ihr euch nicht ganz von diesem Koffein verabschieden wollte, aber weniger, dann ist dieser Cold Brew Kaffee, der ist ja im Moment in aller Munde oder in vieler Munde, auch eine Alternative. Das heißt, man setzt Kaffee an abends mit kaltem Wasser, tut ihn in den Kühlschrank über Nacht und das ist dann sehr konzentriert, nimmt dann meinetwegen, wenn ihr eine ganze Tasse voll hattet, ein Drittel von diesem Kaffee und füllt dann diesen auf mit kochendem heißem Wasser. Ihr habt einen Kaffee, der weniger Koffein hat, aber hervorragend schmeckt, weil die Aromen über Nacht einfach in das Wasser haben gehen können. Und ihr habt dann auch einen tollen Kaffeegenuss mit weniger Genussgiften. Ja, das war die zweite Frage. Ja, weiter geht's mit der Pamela Lagermann. Sie würde brennend interessieren, was ich denn zu einer ketogenen Ernährung zu sagen habe oder was ich darüber denke. Ja, im Intervallfasten kommen wir nach einer bestimmten Zeit in die ketogene Phase. Und ketogene Phase ist für den Körper total gesund. Also wir kommen in die Fettverbrennung. Es geht wirklich an unser Bauchfett. Aber wir haben auch eine super tolle
Möglichkeit, unser Gehirn auf Trab zu bringen. Also es repariert auch ganz viel in uns in dieser Phase. Also wenn wir fasten, sind wir in der ketogenen Situation. Aber was man auch wissen muss, wenn man immer in der ketogenen Phase ist, sprich also nur Eiweiße und Fette zu sich nimmt, was ja häufig der Fall ist bei solch einer Ernährung, dann nimmt der Körper ständig ab, weil er braucht ja schon eine gewisse Menge an Energie. Und immer zu fasten führt letzten Endes dann schon in einen Zustand, der nicht unbedingt gewollt ist. Deswegen eine dauerhafte ketogene Ernährung kann nicht gut sein. Deswegen bin ich auch als Ärztin überzeugt davon, dass wir von den 3 Makronährstoffen alle zu uns nehmen müssen. Also Kohlenhydrate, natürlich nur vollwertige, und auch gesunde Eiweiße, am besten aus dem Pflanzenreich. Da gibt es ja genügend davon, also die gesamten Hülsenfrüchte und natürlich auch gesunde Fette. Und die finden wir Leinöl, Hanfsamen, auch ein wenig in Raps, in Chiasamen, Walnuss, in der Walnuss oder in anderen Nüssen. Also da gibt es auch richtig tolle Quellen dafür. Aber wir brauchen alle 3 Makronährstoffe. Und deswegen ketogen am Tag gerne jeweils einmal, weil der Körper kann reparieren, kommt in die Fettverbrennung nochmal, ist super gut für unsere Hirnarbeit. Aber ansonsten brauchen wir bitteschön auch die Kohlenhydrate in Form von vollwertigen. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr noch viel mehr Fragen an mich habt, auch über Kommentare, weil ihr seid ja nicht immer so ganz meiner Meinung, aber davon kann ich natürlich auch profitieren, weil ich dann mich damit nochmal beschäftige. Und natürlich, wenn der Daumen nach oben geht und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und tschüss, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.